Das ist so ungefähr, ja, wie man heutzutage sagen würde, ja, wenn jemand nicht zur Schule geht, hat er überhaupt keine Sozialkontakte. Ich kann dir sagen, dass ich beobachtet habe, schon vor ein paar Jahren, dieses Phänomen zum Beispiel mit dem Kindergarten. Ja? Heute gibt es fast niemanden mehr, der nicht in den Kindergarten geht. Das heißt, wessen Sohn oder Tochter heutzutage sagt, ich will nicht in den Kindergarten, steht schon ein paar Jahre vorher da und stellt fest, ja, sind wir hier die Einzigen? Wo sind wir denn hier überhaupt? Das heißt, es ist zu beobachten, dass eine Hineinwanderung in die Institutionen schon so extrem geworden ist, dass wenn jemand Nein sagt, er tatsächlich allein dasteht. Und die große Frage und Herausforderung ist, das ist das, was Bertrand mit den Landschaften der freien Bildung meint, wo wir sagen, Landschaften, wo sind diese Landschaften? Ist da jetzt nur noch Wüste und Ödland mit so vereinzelten kleinen Blümchen, die da irgendwo einsam rumstehen, wie zum Beispiel dein Sohn? Ich denke, dass das einerseits ein ernstes Problem ist und auf der anderen Seite habe ich einfach die Hoffnung, dass das wachsen kann. Du fragst jetzt praktisch zu Recht, was und wie soll ich das machen? Aber es gibt die Vernetzung und ich meine heutzutage, wo auch über die Medien und die sozialen Netzwerke es möglich ist, von tatsächlich noch anderen Menschen, die in der Situation deines Sohnes sind, die sich finden und begegnen. Die